So, das müsste jetzt also eigentlich funktionieren mit der Aufnahme. Hoffen wir mal, steht Aufnahme. Gut, liebe Zuhörer, Teilnehmer der Veranstaltung, wir sind bei einer Veranstaltung beim zweiten Schenkerbewegungstreffen 2019 und ich habe zu diesem Treffen, das eine Woche dauert, mal wieder mein zentrales Anliegen mitgebracht, worüber ich dann meine Hauptveranstaltung durchführe. Und dabei geht es um das organische Planen. Und ja, was ist der Hintergrund? Die von mir gegründete Schenkerbewegung möchte eine Bewusstseins- und Kommunikationsrevolution auslösen. Eigentlich gar nichts Schwieriges, sondern dass wir Menschen als denkende Wesen innerlich schalten auf den Sinn und das Wohl des Ganzen. Man könnte auch sagen, global denken, lokal handeln. Und dass wir dann miteinander sozusagen als globale Konsensgeschwister, als Brüder und Schwestern einer Menschheitsfamilie, das Nötige gemeinsam planen. Die Idee, so könnte man meinen, ist so einfach und bekannt und grundlegend, dass man zum Beispiel einfach auf den Artikel 1 der Allgemeinen Menschenrechtscharta verweisen kann, wo da so schön steht, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt, also mit Vernunft und Gewissen sollte man arbeiten können unter Menschen. Und sie sollten einander im Geiste der Brüderlichkeit, verbessern wir, um die Frauen so richtig gleichberechtigt mit einzubeziehen, im Geiste der Geschwisterlichkeit begegnen. Also sollte man meinen, dass die Idee, wir Menschen setzen uns ganz offen, also ohne schon gleich wieder zu sagen, du hast nicht meinen Glauben, du hast nicht meine Lieblingsmeinung, du teilst meine Ideologie nicht. Wir Menschen setzen uns einfach so als mit Vernunft und Gewissen begabte Menschengeschwister zusammen und planen das Nötige. Und dass da was Nötiges sein kann, das ist heute ja noch etwas unübersehbarer als vielleicht zu etwas anderen Zeiten. Weil mittlerweile fangen die Kinder an zu streiken mit dem Argument, dass die vorherlebenden und heutigen Erwachsenen leichtfertig ihre Zukunft versauen, ihre Lebensgrundlagen zerstören und verschleißen und sich gar nicht mal drum kümmern, nicht mal richtig ansprechbar sind. Also die Krise sich nicht mal als Krise bewusst machen oder da jetzt wirklich hingehen und irgendwelche Lösungen, effektive Lösungen finden und ausführen wollen. Ja, also insofern ist der Ansatz von Schenkerbewegung, wir besinnen uns, dass wir vernünftige Menschen alle sind, dass wir da Brüder und Schwestern füreinander sein können und für die globale Situation ja uns die Probleme bewusst machen können und Lösungen suchen können. Der erscheint ja jetzt nicht so besonders schwierig. Aber schaut man in die Realität, stehen wir damit sehr alleine da. Es werden sich nur wenige Menschen, die da Aufgeschlossenheit und Mitmachbereitschaft aufbringen. Und ja, man erscheint sich zum Teil wie der Rufer in der Wüste, der wenig Resonanz findet. Für mich ist es ein Grund dann geworden, jetzt hier besonders dieses Thema organisches Planen dabei nach vorne zu stellen, weil ich doch dachte, also ich bin schon ziemlich frusttolerant, dass ich mir denke, okay, die Menschen haben in der Geschichte die großen Rufer zur Verantwortlichkeit und zur Vernunft eher gekreuzigt und erschossen oder sonst was damit gemacht und sind ihren Macht- und Geldinteressen oder die nicht so die mächtigsten und reichsten wurden, doch ihren Willkürvorlieben gefolgt, ihrem Tellerranddenken oder irgendwelchen Vorlieben. Eher irgendwelchen blinden Hormonen oder Willkürinteressen,
als dass man sich öffnet für globale Vernunft und Liebe oder sowas. Also insofern bin ich ja schon ziemlich frustresistent und ich denke, es lohnt sich halt, das Experiment so zu machen, dass man sagt, wir wollen diese gemeinsame Bewusstwerdung, dieses Verantwortungsbewusstsein aus größtmöglicher Freiheit, sozusagen ganz natürlich aus den Menschen erwachsen lassen. Und man sollte es auch selbst tun, indem man nicht sagt, ich bin der große Weise, der Guru und hier habt ihr jetzt eure Ideologie und Vogel frisst oder stirbt, sondern wir setzen uns gemeinsam an den Tisch, wir klären sozusagen die minimale Ausgangsvoraussetzung für uns alle und dann gehen wir da gemeinsam dran. Also mit möglichst wenig Ideologie, die vorgeschrieben wird, nicht mit Arbeits- oder Stundenplänen, was der Einzelne am Tag zu machen hat, wie er zu beten hat oder wie auch immer, oder wie viel Geld er mitzubringen hat. Wir sagen einfach, jeder Mensch, der wirklich ernst nehmbar innerlich auf Gesamtverantwortlichkeit, freiwillige Gesamtverantwortlichkeit, global denken, lokal handeln, umschalten will, der kann sich mit uns an den Tisch setzen und wir haben keine Dogmen, keine Zensur, keine Willkürmacht, die einem dann dazwischen funkt, sondern es soll so offen wie möglich dann nach den besten Argumenten gehen. Wir wollen auch offen miteinander reden und wir wollen nach den Argumenten gehen. Wir wollen unsere Probleme und auch die Konflikte unter uns, die Konflikte mit der Welt, wollen wir so auf der Basis möglichst überzeugender Argumente angehen und lösen. Und obwohl ich schon wusste, frustresistent oder frusttolerant, wie schwierig das sein kann und wie sehr die Menschen sich dann um irgendwas anderes lieber kümmern, als um diese Verantwortlichkeit, war ich doch von der Entwicklung der letzten Jahre nochmal ein bisschen geschockt, kann man sagen. Zur Belustigung kann ich noch hinzufügen, und ich baue das gleich ein, warum ich geschockt bin. Denn ich habe mir dann gedacht, okay, wenn man jetzt ein paar Idealisten versammelt, die das im Grundansatz verstehen und sagen, sie machen mit, und man fängt an, Projekte zu bilden, ja, dann kann das doch wachsen. Die Menschen haben den Grundansatz verstanden, sozusagen die tiefe innere Wurzel, die Grundidee, und dann werden die doch drangehen und sich auch fragen, bei so einer Bewusstseins- und Kommunikationsrevolution, wie entwickeln wir das voran? Wie lassen wir das in uns wachsen? Dass das mehr wird und nicht weniger. Oder wer heute was sagen, was wir morgen vergessen oder völlig im Widerspruch dazu handeln, sie werden doch versuchen, so etwas weiter wachsen zu lassen. Und dann war ich eben geschockt. In den Projekten und unter den eigenen Aktivisten zeigte sich eher, dass wenn man sich da nicht, wenn man da nicht hinterher hakte oder Dampf machte, dass das eher immer wieder alles einschlief und eher wieder zerbrach oder in völlige Widersprüchlichkeit fiel. Und die letzten zwei Jahre, ich bin ja froh, dass bei uns, wo wir diesen Fokus auch so drauf haben, wir sagen, wir wollen das so, wir sind so ein Experiment, wir sind alle Versuchskaninchen dafür, wir konnten es sehen, bevor alles völlig kaputt war. Wir konnten wahrnehmen, dass in unseren eigenen Projekten die Leute, statt sich jetzt um die globalen Ideale zu kümmern, mehr immer wieder in ihre kleinen Tellerrandinteressen, in ihre private Nischenpolitik verfallen sind. Statt die Probleme der Welt mit Argumenten zu lösen, wurden auch eigene Konflikte miteinander nicht mit Argumenten, nicht mit Gesprächsbereitschaft behandelt. Das heißt, es war tatsächlich so, dass in dem Projekt, wo wir hier jetzt sind, jahrelang Leute, die für Projektteile so die Verantwortung, die Leitungsverantwortung übernehmen wollten, wegen eines Konflikts miteinander kein Wort mehr gewechselt haben, geschweige denn, was wir ja auch haben, wir haben ja Konfliktmethoden sogar. Wir sagen, wenn ein Konflikt ist, dann kann man versuchen, das liebevoll, freundlich und mit Argumenten miteinander zu klären. Und wenn das nicht klappt, dann nimmt man halt geeignet erscheinende Dritte dazu, um das objektiver zu machen oder dass die als Mediatoren mitwirken und so weiter. Die haben nicht nur kein Wort miteinander geredet, diese beiden zerstrittenen Verantwortlichen in dem Projekt, die sind auch überhaupt nicht auf die Idee gekommen,
die Problematik den anderen mitzuteilen oder mir mitzuteilen oder zu überlegen, wen sie als zusätzlichen Dritten einschalten können. Keine Spur, nichts, null. Es hat sich für mich eingebürgert jetzt in den Projekten oder überall, wo ich auf Menschen treffe, die sagen, ja, natürlich, wir wollen Friedenskommunikation und wir wollen mit Vernunft Probleme und Konflikte lösen, dass ich dann frage, okay, wisst ihr, dass man dann, wenn man es miteinander nicht geschafft hat, Dritte mit einschalten kann? Wen habt ihr denn als Dritten mit eingeschaltet? Und ich gehe im Moment davon aus, dass eigentlich in allen Fällen, wo ich Leute dann frage, die Antwort kommt, nö, haben wir nicht gemacht. Also es ist eine gute Testfrage, um zu sehen, ob überhaupt irgendwie ein Funke dann, also ich halte das für einen sehr einfachen, grundlegenden Funken, ob der irgendwie gegriffen hat oder die Leute da jetzt was gemacht haben, auch aus den schönen, bekannten Methoden, die Frage zu stellen, wen habt ihr denn als Dritten eingeschaltet? Weil man in der Regel dann feststellt, machen sie nicht. Also spätestens, wenn es um Interessen geht, von denen sie wahrscheinlich dann innerlich ja auch schon wissen, das ist auch jetzt nicht das Gelbe vom Ei, was ich da will, aber ich will es halt. Also nicht globale Vernunft, sondern eigene andere Vorteile. So wie man meist mehr in der Gesellschaft träumt vom Lottogewinn als von Gerechtigkeit für alle, so zieht sich das durch und die Leute haben andere Interessen, ne, als dass globale Vernunft und Liebe an der ersten Stelle steht. Und man sagt, ja toll, wir können doch da vorankommen, wir können das doch lösen auf dieser Basis. Nein, ich behaupte, man weiß dann, ich will da meinen Klüngelkram, ich will da meine Lieblingsinteressen und so. Und wenn das jetzt auf den Tisch kommt und wir objektivieren das, indem wir Dritte mit heranziehen und dabei soll noch geschaut werden, was entspricht der globalen Vernunft und Liebe, da kommt was anders raus als unsere Splitterinteressen. Auch bei ganz simpelsten Dingen, die Leute riechen das, oh Mann, wenn mir da einer auf den Zahn jetzt fühlt, dann stehe ich mit völliger Widersprüchlichkeit da, in grundlegendem Belang, bei ganz einfachen Dingen mache ich das nicht, dass ich der globalen Vernunft und Liebe den Vorrang gebe vor irgendwelchen anderen Interessen. Ja, und dann drohte ein Projekt zu zerbrechen, wir haben es erkannt, man konnte eingreifen. Ein erster Versuch erschien den Leuten dort, die sich da völlig in ihrem Splitterkram verfangen hatten und das Projekt heruntergewirtschaftet hatten. Ein erster Versuch, wo jemand da reinkam und wie ein Manager versucht hat, da jetzt gemeinsame Problemanalysen und neue Gesprächstechniken einzubringen, erschien ihnen zu diktatorisch. Dann war der weg, der Diktator, und einige von uns, also aus den Kernleuten von Schenker-Bewegung, haben gesagt, okay, dann gehen wir hin und schicken liebenswerte Menschen, eine nette ältere Dame und meine Unbedeutendheit, und da war noch ein älterer Herr am Anfang mit dabei, von denen jetzt erstmal keiner sagen würde, okay, die sind Diktatoren, schicken wir hin, damit sie jetzt den Kurs Klarheit in Liebenswürdigkeit durchführen. Das heißt, wir wollen sie uns mit unseren Idealen beschäftigen, mit unseren Zielen. Wir wollen darüber nachdenken, wir wollen nach vernünftigen Gründen schauen, wir wollen bei Problemen und Konflikten unsere Methoden anwenden. Das fortschreitend auch argumentativ klären, objektivieren und Lösungen finden. Deshalb ist jetzt hier seitdem im Projekt eigentlich die einzige entscheidende Bedingung, nicht wie anderswo mitzubeten, Geld zu bringen oder mitzuarbeiten, sondern die Bereitschaft aufzubringen, zu sprechen, offen zu sprechen und Argumente zu klären und da Lösungssuche zu betreiben. Und ja, nur stellte sich dann heraus, wenn wir weiter geguckt haben, und ich bin ja schon dankbar dafür, dass es dann überhaupt Kernleute gibt bei uns in Schenker-Bewegung, die dann sagen, ja, das ist der richtige Ansatz und man muss mit diesen Mitteln versuchen, da Land zu gewinnen, dass gleichzeitig ein anderes Projekt, wo Kernidealisten von uns waren, ebenfalls fast am Scheitern war, weil auch die Leute eigentlich seit Beginn nicht wirklich in einer Weise miteinander offen sprechen konnten, dass sie da das Gefühl hatten, wir sprechen über unsere Ideale, wir machen gemeinsam idealistische Projektplanung und so. Nein, die hatten das Gefühl, so wenig sich so miteinander auch beschäftigt zu haben, dass sie kein Zuhause miteinander, keine Gemeinschaft gefunden hätten. Und auch dieses Projekt eher darauf hinauslief, dass sie noch neuen Orten oder Heimatmöglichkeiten für sich suchten. Und es war auch da so gewesen, stellte sich heraus, also man hatte vorher den Eindruck, das wäre noch ein besseres, höheres Level da in dem Projekt, als hier im Projekt, wo wir jetzt gerade sind.
Man dachte, diese Idealisten, die haben schon einen etwas höheren Anspruch als die Gäste und Bewohner, die wir hier im Haus haben. Und da stellt sich heraus, dass da auch eigentlich alles zerbröckelt. Josh, du musst jetzt da drüben bleiben oder zur Mama gehen, aber hier will ich jetzt nicht, dass du hier durchrennst, sondern dass du jetzt hier Ruhe gibst und mich nicht störst. Ja, also auch das andere Projekt zeigte dieselben Fehler. Es wurde nicht offen geredet, es wurden Konflikte nicht mit Argumenten gelöst, es wurde auch nicht hingegangen und das Problem erkannt oder das Problem weitergesagt oder andere Leute von Schenker wegen mit informiert oder ich mit informiert, dass man auch überhaupt sich auch hätte anbieten können als Helfer oder als Dritter in diesen Problemen und Konflikten. Keine Möglichkeit, diesbezüglich etwas zu tun. Gut, aber auch das konnte erkannt werden und wir konnten und können uns damit beschäftigen. Also so sind wir jetzt in dieser Phase angelangt, in der wir gerade sind, dass wir nicht nur für das Projekt hier und seine Probleme, sondern auch für das andere Projekt und noch viel mehr insgesamt bezüglich Kultur unter uns als Kernidealisten auch in Schenker bewegen, uns die Frage stellen, wie können wir es lösen? Von alleine, dass man einfach gesagt hat, okay, wir haben unseren Grundansatz, wir wollen die Bewusstseins- und Kommunikationsrevolution, und da wird jeder Einzelne doch versuchen, sich weiterzuentwickeln und es wachsen zu lassen. So von alleine hat sich das nicht so ergeben. Also ist die einzige Schlussfolgerung, ich meine, es gibt ja andere Theorien. Ne? Es gibt Theorien wie den Marxismus, also viele gelehrte Leute, Akademiker neigen dazu, dann sich mit solchen Theorien zu beschäftigen. Der Materialismus, der besagt, ja, man kann es auch nicht von den Menschen erwarten, dass sie einfach irgendwie anders denken, wenn sie da in verkehrten gesellschaftlichen Verhältnissen sind. Dann müssen sich erst die äußeren Bedingungen ändern, bevor es so sein kann, dass das auch das Denken anders möglich wird. Also wir müssen erst die Produktionsverhältnisse ändern, bevor ein anderer Geist möglich ist. Aber ich glaube, dass wenn wir uns ganz nüchtern betrachten, auch wir uns selbst betrachten, auch wie wir behandelt werden wollen, wie wir miteinander umgehen wollen, dann werden wir von anderen Menschen, die bei uns irgendein Problem oder Fehlverhalten sehen, nicht erwarten, dass sie in unserem Umfeld irgendwelche Schrauben anders stellen, damit wir dann als Marionetten dieser Schrauben sozusagen anders funktionieren oder funktionieren können, sondern wir werden erwarten, dass wir einander vernünftig ansprechen können. Wir werden denken, dass wir der direkte Zugang, dass man einen Menschen auf Probleme, auf Fehlverhalten anspricht und versucht, ihn als Vernunftwesen so zu erreichen und mit ihm gemeinsam darüber nachdenken zu können, das ist doch eigentlich ein sehr direkter, naheliegender und ein Weg, den wir miteinander wohl einschlagen müssen, wenn wir korrekt miteinander umgehen wollen. Wenn nicht einer sagt, ich weiß das jetzt besser als der andere, ansprechen bringt nichts oder so, also ich guck mal, wie ich die Fäden neu ordne, damit er dann anders funktioniert. Wir sind nicht die Marionetten, die einer das besser weiß, dann eben anders einstellt, sondern wir wollen gleichberechtigte Menschen sein, die ansprechbar sind. Auf Vernunft, auf Argumente, auf Verantwortungswerte. Ja, damit fange ich dann mal an. Ich habe hier so ein bisschen was vorbereitet und werde auf diese beiden Plakate im Laufe des Vortrags verweisen. Aber ich beginne mal mit dem Hauptfaden, den ich hier versucht habe, ein bisschen darzustellen. Organisches Planen. Ich habe daneben geschrieben, überdenken und kommunizieren, denken und kommunizieren. Also, dass wir wirklich nicht nur sagen, wir wollen eine Bewusstseins- und Kommunikationsrevolution und wir überlegen uns da irgendwelche Methoden, sondern dass wir das auch im Auge behalten, dass wir das reflektieren, ein reflexives Bewusstsein unseres Denkens und unseres Vorgehens einüben. Denn wir haben ja festgestellt, wir hatten die Idee, dass wir dadurch diese Bewusstseins- und Kommunikationsrevolution einen grundlegend anderen Ansatz schaffen und es rutschte uns weg. Und man könnte ja dann sagen, wir haben es nicht genug im Auge behalten. Wir haben dieses neu aufkeimende Bewusstsein, diese Kommunikation, dieses Denken, das haben wir zersplittern lassen. Da waren wir nicht vorsichtig genug.
nicht aufmerksam genug. Wir haben dieses Denken, dieses Bewusstsein nicht auf sich selber auch gerichtet, um zu schauen, selbstreflektierend, wo läuft da was schief. Wir hatten bisher schon immer in Schenker-Bewegung, seit ich das Ganze angefangen habe, 1991, einen Grundsatz, der eigentlich schon alles enthält und uns auch hätte schützen können. Das ist der Grundsatz des organischen Denkens, immer auf die jeweils wichtigste Frage, die man finden kann, die bestbegründbare Antwort suchen. Das müsste eigentlich einen kontinuierlichen Bewusstseinsprozess bedeuten, weil da steht ja immer. Da steht nicht nur manchmal oder bei bestimmten Lieblingsthemen gucke ich nach den besten Gründen und an anderen Stellen mache ich, was ich will und ich werde mich hüten, nach den Gründen zu fragen und passt das jetzt alles zusammen? Ist das stimmig? Ist das widerspruchsfrei? Passt das zu globaler Verantwortung, globalem Sinn und Vernunft oder dem allgemeinen Wohl der Welt? Nein, gemeint wäre eigentlich, dass man das durchgehend, statt nur bei Lieblingssplittern, anwendet, sich zu fragen, was ist die wichtigste Frage und wie kann man da die bestbegründbare Antwort suchen bzw. dann auch finden. Der Grundsatz als solcher hat uns aber nicht davon abgehalten, deshalb denke ich mir, man muss das noch verstärken, dieses immer, diese Bereitschaft zum Selbstreflektieren, zum sich im Auge behalten, das Denken über das eigene Denken. Wie will ich das haben? Ich denke darüber nach, wie kann ich das richtig machen oder wo kann was verkehrt sein und wie kann ich gegensteuern und diese Dinge. Deshalb beschreibe ich mal das organische Planen so: ständig bedenken, wie man denkt. Reflexives, organisches Denken. Also sich, man kann es ganz praktisch auch so, ich mache es auch so. Man kann auch jeden Abend hingehen. Ich meine, wir haben viele Prinzipien im Leben. Ne? Man setzt sich viele Vorsätze, Neujahr ganz besonders. Und das rutscht einem dann sehr oft weg, was man da schönen Vorsätzen sich nimmt. Man hat mehr Aussichten, dass was draus wird, wenn man da einen regelmäßigen, prüfenden Blick drauf richtet. Und bei mir ist es so, ich gehe jeden Abend hin und reflektiere den Tag und stelle mir die Frage, wie bin ich denn heute mit meinen grundlegendsten Maßstäben, meinen Idealen umgegangen? Inwiefern kann ich da zufrieden mit mir sein? Oder inwiefern habe ich mich da gar nicht mit beschäftigt oder das genaue Gegenteil entstehen lassen? Also es ist gut, wenn man dieses sich prüfen, dieses sich selbst reflektieren, das reflexive organische Denken sich so kultiviert. Die Möglichkeit, sich abends vorm Einschlafen die Frage zu stellen, ist, glaube ich, zum Beispiel ein sehr fruchtbarer Mechanismus. Und nehmen wir mal an, dass das dann jetzt wirklich so wäre, dass man nicht nur sich mit Lieblingssplittern beschäftigt und wenn es zur Verantwortung oder zum organischen Denken passt, okay, wenn nicht, dann Pech für die Verantwortung, die globale, und Pech für das organische Denken, dann denke ich und mache ich das andere. Also wenn man das nicht so wollte, sondern es würde jetzt wirklich so ein organisches Wachstum im eigenen Inneren bedeuten. Dann, so habe ich mich entschlossen, das hinzuzufügen, wollte ich mal eine Skizze machen, eine Art Grundstruktur beschreiben, wie aus diesem nun endlich dann vielleicht wirklich verwurzelten Stamm im Inneren organisch geordnete Zweige oder Aufgabenfelder, kann man auch sagen, sich ergeben. Ich habe mir nochmal dick hingeschrieben. Statt nur Lieblingssplitter. Ich füge an der Stelle ein, dass es bei uns, also bei den Beteiligten, die jetzt hier auch mit im Raum sitzen, auch ganz spannende Erlebnisse gab in den letzten Jahren, nämlich Erlebnisse, die schon dazu führten, dass man ja, versucht hat, sich in der Richtung zu entwickeln, es aber nicht geschafft hat oder gesehen hat eben, welche Hilfsmittel man vielleicht eher ja, gebraucht hat noch, damit da eben was entstanden ist. Ich sprach von dem Diktator, der hier kam. Dieser junge Mann, der Manager sein wollte hier im Projekt und der energisch hingegangen ist und gesagt hat, jetzt machen wir Problemanalysen und Persönlichkeitsanalysen und Potenzialanalysen. Und der war in seiner Art sehr energisch. Und ich weiß noch genau, am Anfang sogar alle hier im Projekt, später als die haben gesagt haben, nee, das wird uns viel zu hart und der ist viel zu diktatorisch. Zumindest aber noch welche von meinen lieben Mitidealisten, meinen Kern-Orga-Leuten, kann man sagen,
haben gesagt, hey Mann, der rüttelt mich auf. Da sehe ich jetzt erstmal, wie das sein kann, wenn ich irgendwelche Vorsätze mal richtig voll ernst nehme und sage, da gehe ich in meine Kraft und da will ich mich auspowern und da will ich jetzt wirklich mal, dass das eine Linie ergibt. Und nicht so ein softweiches Rumgeschlappere, wie das hier an vielen anderen Stellen ist. Also auch, ich finde das gut, dass der selbstkritische Blick auf unsere eigenen Reihen sich richtete. Mann, was ist das für ein weicher Verein hier da? Die Leute ziehen gar nicht richtig durch und so. Ne? Und was ist das für ein Hochgefühl und was kann das einem innerlich geben als ganz neue Persönlichkeitsdimension, wenn man wirklich sagt, ich will jetzt meine Ziele hier erreichen. Ich setze jetzt das, was wirklich das Wichtigste wäre, die höchsten Maßstäbe. Das soll jetzt aber auch wirklich mal das sein, wofür ich mich da umkrempele und mich so entwickle. Und ja, ich habe das hier nochmal so dick auch mit großen Buchstaben geschrieben. Brauchen wir dafür einen energischen Manager, der uns am Kragen packt und mal durchschüttelt und sagt hier, hey, hallo Mensch, du lebst für irgendeinen Splitterkram, unwichtigen Splitterkram, für irgendwelche Widersprüchlichkeiten, die du leicht auflösen könntest. Aber du musst das auch tun. Brauchen wir dafür den Einpeitscher? Brauchen wir dafür einen Diktator? Brauchen wir einen Manager? Andere laufen lieber dahin, wo ein Guru sich anbietet. Es gibt Leute, die vertreten ähnliche Ideen, dass wir friedlich ohne Macht und Ausbeutung so leben müssten, auch sogar das Prinzip der Liebe und des Schenkens sehr kultivieren sollten. Und was passiert da? Sie stellen sich als wiedergekommene Christusse und Gurus dar und die Leute rennen lieber zu Hunderten dahin, auch nach Russland, in die weite Ferne, auch hier aus Deutschland, und streuen dann auf dem Weg die Blümchen, wenn der Guru vorbeikommt. Aber finden es hier in Deutschland zum Beispiel, wo sie eigentlich sind, ganz unmöglich, irgendwas in der Richtung anzufangen, weil der Guru nicht mit dabei ist. Das ist ausdrücklich da die Begründung dann. Also da stellt sich die Frage, was brauchen wir denn als Menschen, um vielleicht aus einer eigenen inneren Kraft, aus einer Freiwilligkeit heraus, dann nicht was ganz anderes zu machen, sondern wirklich das zu machen, was unseren höchsten Werten entspricht. Das müsste doch eigentlich wirklich reichen können, dass wir eben sehen, das sind unsere höchsten Werte, um da dann die Power auch frei zu machen, dass wir da wirklich durchziehen. Gut, ich habe hier in grün dazu geschrieben, Forumsbereich, weil ich für vor allem jetzt eben meine engsten Mitidealisten, aber ich werde das zum Teil eben auch in einen öffentlichen Bereich stellen, sodass da jeder Interessent sich das mal anschauen kann. Ich werde eine möglichst straffe Struktur anbieten, aus diesem selbstreflektiven organischen Denken und organischen Planen in daraus organisch abgeleitete Zweige bzw. Aufgabenfelder. Und für mich, ich empfinde das auch als große Befreiung, dass ich das jetzt nochmal gemacht habe, denn ich möchte wirklich damit diese Stufe erreichen, dass wenn in Zukunft einer zu mir kommt, dass ich ihm sage, ja, hier Kommunikations-, Bewusstseins- und Kommunikationsrevolution, ich biete ein paar Grundprinzipien an, wie das organische Denken, ich biete einen Selbstsicherungsmechanismus, Selbstprüfungs- und Selbstsicherungsmechanismus an, dass wenn man dazu bereit ist, dass man sich eben so prüfend im Auge behalten kann und dass man das auch mit anderen gemeinsam machen kann, wenn man das möchte. Keiner ist dazu irgendwas gezwungen. Aber es gehört dazu, mit diesem organischen Plan, dass ich möchte, dass wir da auch gemeinsam uns im Auge behalten und reflektieren. Und deshalb habe ich da einen Forumsbereich ja gemacht, wo sowohl dieses sich selbst reflektieren mit seinen Grundansprüchen, wir schauen drauf, wir denken darüber nach, wie wir denken, wir kommunizieren darüber, wie wir kommunizieren und diese straffe Struktur in Zweige, womit man sich dann beschäftigen kann, das habe ich damit jetzt angeboten und ich denke mir, da kann ich in Zukunft dann eben, wenn jemand kommt, sagen, ja, schau dir das an. Da hast du eigentlich alles, dass du kommen kannst bis an den Punkt, wo du sagst, hier, ich übernehme was. In diesen oder jenen Aufgabenfeldern. Wir haben schon im letzten Jahr auch über solche Aufgabenfelder gesprochen. Hier ist eine Übersicht, was das für Zweige so finden kann. Aber ich komme nochmal zu einer Zwischenebene quasi. Wir sind zu diesen
Aufgabenfeldern gekommen, aus drei Richtungen, die sich sozusagen aus dem Grundideal von uns erst einmal so als die gröbsten Schienen ergeben, wie wir uns betrachten können und wie wir unser Denken und auch unser Kommunizieren prüfen können, einstellen